Ein riesiges Kreuzfahrtschiff in einer Werft in Wismar. Fast fertig gebaut, aber ob es wirklich mal auf den Weltmeeren fahren wird, das ist noch fraglich. Denn den MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern fehlt das Geld, um daran zu arbeiten. Sie und ihr asiatischer Mutterkonzern sind pleite. Nicht nur die Zukunft des Schiffes ist deshalb unsicher, auch die der fast 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die bekamen heute Besuch vom Bundeswirtschaftsminister Habeck und hofften in dieser Krise auf konkrete Hilfe und eine Perspektive, ob und wie es für sie weitergeht. Erster Stopp von Habeck, ein Gespräch hinter verschlossenen Türen mit Wirtschaftsminister Mayer in Schwerin. Danach Pressekonferenz mit einer Frage abseits der Tagesordnung. Glaubt Habeck angesichts der Lage in der Ukraine überhaupt noch an die Inbetriebnahme von Nord Stream 2? Eine wirkliche Antwort gibt es nicht. Sollte es einen Krieg geben, wird es wirtschaftliche Sanktionen geben, die scharf sein werden. Und wie es jetzt mehrfach gesagt wurde, diese wirtschaftlichen Sanktionen schließen nichts aus. Und die Genehmigung von Nord Stream 2 wird sicherlich dann auch vor dem Hintergrund von geopolitischen Verwerfungen betrachtet werden, was die Kurzfristsache angeht. Er will heute lieber über erneuerbare Energien und vor allem über die Werften sprechen. Ich sehe als Norddeutscher, aber auch als Bundeswirtschaftsminister eine Notwendigkeit und große Chance darin, dass wir auch die Antriebswende, die wir ja überall erleben, auch im Schiffsbau nutzen können, um eine gewisse Renaissance für die Werftenstandorte in Deutschland herleiten zu können. Wie solch eine Renaissance für die Werftstandorte im Land aussehen kann, davon will er sich selbst ein Bild machen. Deswegen Ortswechsel Wismar. Hier ist die Hoffnung groß, dass er gute Nachrichten im Gepäck hat. Ebenso groß das Interesse der angereisten Bundespresse, die zahlenmäßig den anwesenden Werftarbeitern deutlich überlegen ist. Ohne Kameras geht es für Habeck und Co. rein in die Werfthalle. Danach wieder Pressekonferenz mit Plänen zur sogenannten Renaissance. Innovation, Innovationstechnik, die Plattformtechnik für den Offshore-Ausbau, aber auch die Umstellung der Schifffahrt auf LNG, wie auch die Wiederverwendung von Schiffen, also neue Geschäftsfelder an den alten Standorten nach vorne zu bringen, das ist politischer Auftrag über den Tag hinaus. Pläne wie diese sind bereits bekannt. Neu hingegen die Botschaft, die Insolvenzverwalter morgen verkündet. Wenn wir es schaffen sollten, einen Käufer zu finden für die Global One, einen verlässlichen Käufer und Abnehmer, wurde uns heute signalisiert, dass dann auch mit weiterer Unterstützung von Bund und Land unter bestimmten Voraussetzungen, unter anderem auch der Beteiligung des Käufers, an den Fertigstellungskosten zu rechnen ist. Das ist, meine ich, eine wirklich gute Nachricht. Priorität 1 sei es jetzt, das Personal über eine Transfergesellschaft an den Standorten zu halten und einen Käufer für die Global Dream zu finden. Die Zeichen dafür ständen gut, so morgen. Zwischenzeitlich seien noch mehrere Kaufinteressenten für das Schiff dazugekommen. So schön sonnig und mit so viel blauem Himmel wie hier wird es morgen leider nicht überall in Deutschland.